Danke, Frau Präsidentin, sehr geehrte Frau Bundesministerin, Hohes Haus. Ja, werte Kollegen von Schwarz-Grün, wissen Sie, was ich mir jedes Mal denke, wenn ich mir sowohl Ihre EU-Politik als auch Ihre nationale Politik anschaue? Nämlich, dass Sie wirklich Glück haben. Sie haben Glück, dass tatsächlich in Deutschland eine Regierung sitzt, die noch schlechter und unfähiger ist. Ansonsten wären nämlich Sie mittlerweile die Lachnummer eins in ganz Europa. Ihre gesamte EU-Politik, aber nicht nur die von Schwarz-Grün, sondern der gesamten Einheitspartei samt SPÖ und Neos, macht mich teilweise nur noch fassungslos. Und da geht es nicht nur mir so, denn Ihre Politik ist mittlerweile nichts anderes als eine Mischung aus einer unglaublichen EU-Hörigkeit, einer Anbiederung samt Österreich-Vergessenheit, gemischt mit einer Art Selbstaufgabe im Namen einer Hypermoral, Solidarität und nicht zu vergessen einer angeblichen Alternativlosigkeit. Und das Ganze verpackt die ÖVP dann gerne noch in eine nationale Showpolitik samt Wählertäuschung, indem sie national immer das eine sagen und in Brüssel dann immer umfallen und für das andere stimmen. So kann man ihre EU-Politik der anderen Parteien in diesem insgesamt zusammenfassen. Vollkommen absurd. Also vielleicht, um fair zu bleiben den Neos gegenüber bei den Wählertäuschungen, nehme ich Sie tatsächlich heraus, denn Sie sind ja zumindest ehrlich in Ihrer Politik. Denn Sie sagen nicht nur, dass unsere Neutralität, sondern gleich ganz Österreich als unabhängiger Staat obsolet ist. Sie wollen sie überhaupt gleich ganz abschaffen. Die sind ja in Wirklichkeit viel näher dran an einer extremistischen Organisation, als ihnen überhaupt lieb sein kann. Aber zumindest geben Sie es ehrlich zu, da gebe ich Ihnen recht. Sie fahren sogar im Wahlkampf herum mit einem Auto, wo groß draufsteht, Vereinigte Staaten von Europa. Bei so vielen Aushebelungsversuchen und Visionen der Grundbausteine unserer Verfassung frage ich mich zumindest immer, wo ist eigentlich der Bundespräsident, wenn es tatsächlich um den Schutz unserer Verfassung geht. Das Gute, sehr geehrte Damen und Herren, ist, dass Ihre EU-Politik mittlerweile derart absurd ist, dass das erstens immer mehr Menschen durchschauen und auch mitbekommen und zweitens die Wahlen endlich vor der Tür stehen und damit auch die Möglichkeit, diese Politik endlich abzuwählen und Ihnen dafür auch einen gehörigen Denkzettel zu verpassen. Ich muss sagen, es ist wirklich einzigartig in der Geschichte, dass die Führung eines Staatenbundes zielstrebig auf den Ruin ihrer eigenen Mitgliedstaaten hinarbeitet. Doch genau das tut die Europäische Union. Mit der Sicherheit, der Wettbewerbsfähigkeit, der Wirtschaft, Industrie und damit auch dem Wohlstand geht es in Europa stetig bergab und mit den Asylzahlen, den Schulden und der Kriegstreiberei stetig bergauf. Die EU arbeitet zielstrebig gegen die Interessen der eigenen Mitgliedstaaten und damit auch gegen die Interessen ihrer eigenen Bürger. Und das Ganze immer im Namen irgendwelcher angeblich moralisch höheren Ziele. Die EU will die ganze Welt belehren und ist dabei selber nicht einmal in der Lage, sich um ihre zentralen Aufgaben zu kümmern, um die Sicherung von Frieden, Freiheit und Wohlstand. Das wäre die Aufgabe der Europäischen Union und da versagt sie auf ganzer Linie. Die EU kämpft in einem Krieg, der nicht unserer ist, auch wenn manche ihn gerne zu unserem machen würden und das offensichtlich gerne anders hätten, für angeblich europäische Werte mit immer mehr Zahlungen, Waffenlieferungen, Sanktionen und einem ständigen Drehen an der Eskalationsspirale. Sie treten unsere Neutralität mit Füßen, gefährden unsere Sicherheit und vernichten dabei auch gleichzeitig unseren Wohlstand. Und das Ganze, ohne dass Sie jemals die Bevölkerung gefragt haben, ob sie das überhaupt mittragen wollen. Die EU kämpft mit ihrem irrationalen Klimafanatismus gegen eine Klimaerwärmung, glaubt dabei, die ganze Welt belehren zu können, um mit Vorbild voranzugehen und lagert in Wirklichkeit den Verbrauch nur in Drittstaaten um und zerstört dabei unsere Wirtschaft und unsere Industrie. Sie subventionieren in Wahrheit nur die Chinesen und die Inder und erreichen null, gar keine positiven Auswirkungen auf den weltweiten CO2-Ausstoß. Das Aus für den Verbrennungsmotor ist das berühmteste Beispiel für diese politische Selbstzerstörung, die da stattfindet. So dumm muss man einmal sein, nicht nur eine der größten Industrien mit Absicht zu zerstören, sondern vor allem auch das Herzstück der deutschen Industrie und damit das Herzstück des Hauptgeldgebers der Europäischen Union. Das heißt, sie schießen sich nicht nur einmal ins Knie, sondern gleich zweimal mit dieser Politik. Ich gratuliere Ihnen zu diesem Unsinn, sehr geehrte Damen und Herren.
Stichwort Green Deal, Green Disaster, wie wir ihn nennen, Lieferkettengesetz, Emissionszertifikatenhandel, CO2-Steuer, Grenzausgleichsmechanismus, Bürokratie, Überregulierung und. Ihre gesamte Politik belastet die Unternehmen immer mehr und mehr und heizt damit auch die Inflation immer weiter an. Oder glauben Sie, dass die etwa vom Himmel gefallen ist? Die EU ist der größte Inflationstreiber und alle anderen Parteien in diesem Haus sind überall seit Jahren mit dabei. Sie, werte ÖVP, haben schon längst jeden Anspruch verloren, sich noch als Wirtschaftspartei bezeichnen zu dürfen. Sie sind der Sargnagel für die heimische Wirtschaft und die Industrie. Genauso wie Sie spätestens mit Ihrer Zustimmung zum Green Deal und Ihrer Zustimmung zur Zollfreiheit für ukrainische Produkte unter Beweis gestellt haben, dass Sie auch der Sargnagel für die heimische Landwirtschaft und die Bauern in Österreich sind. Frau Abgeordnete, ich ersuche Sie, Sie in der Ausdrucksweise zu mäßigen. Also ich habe die Begriffe mit jetzt Sargnagel, aber Dummheit und Unsinn haben natürlich nichts verloren und erteile Ihnen weiter das Wort, aber bitte um Mäßigung in der Ausdrucksweise. Also bei dieser Politik fällt es schwer, auch andere Begrifflichkeiten noch zu finden. Da kann ich Ihnen helfen, Frau Abgeordnete. Werden. Aber insgesamt frage ich mich ja immer bei dieser Politik, ja, wo die anderen Parteien auch mit dabei sind, bei dieser Wohlstandsvernichtung, bei dieser politisch auch gewollten Verknappung und Verteuerung der Energie, Stichwort Energiewende, und auch bei den Sanktionen, auch überall, wo sie mit dabei sind. Ich frage mich ja immer, was ist aus diesem angeblichen Friedensprojekt der Europäischen Union geworden? Statt Friedensverhandlungen, statt Friedensinitiativen gab es zum zweiten Jahrestag dieses abscheulichen Krieges das 13. Sanktionspaket und immer mehr Waffen, Sanktionen und extremere Forderungen. Zuletzt Macron, der überhaupt gefordert hat, die europäische Bodentruppen, also das wäre gleich, da können Sie gleich den dritten Weltkrieg ausrufen, jetzt musste ich mich wieder zusammenreißen, dass ich da nicht wieder einen Ordnungsruf bekomme, aber das nächste ist dann gekommen, von der Leyen, die hat gleich einen Verteidigungskommissar gefordert, klar, jurisdiktionsfähig, auch egal, dann kam der Ratspräsident Charles Michel und wollte gleich die Kriegswirtschaft ausrufen, sehr bezeichnet für einen Liberalen, der gleich die Abschaffung der freien Marktwirtschaft fordert, aber wir wissen ja bei den auch Liberalen hier im Haus, dass sie da, was den Liberalismus anbelangt, sehr situationselastisch sind. Das haben wir spätestens bei Ihrer Zustimmung zur Impfpflicht auch national gesehen. Das Traurige ist, dass die Europäische Union noch immer nicht kapiert hat, dass Sanktionen noch nie einen Staat zum Einlenken gebracht haben. Und vor allem, dass uns diese Sanktionen wesentlich mehr schaden als Russland. Und jeder, der etwas anderes behauptet, ist entweder naiv oder sagt bewusst die Unwahrheit. Sie schauen sogar zu, sehr geehrte Damen und Herren, wenn uns die Ukraine, die wir mit Milliarden auch unterstützen, bedroht und unsere Energieversorgung gefährdet, indem sie den Transitvertrag eben nicht verlängern und angekündigt haben, kein Gas mehr nach Österreich liefern zu wollen, was die Preise selbstverständlich durch die Decke schießen lassen würde. Und was tut diese Bundesregierung? Nichts. Sie schaut zu, wie es geradewegs Richtung Abgrund geht in Österreich. Das kann ich nur noch als absolut unverantwortlich bezeichnen. Sehr geehrte Damen und Herren, eins muss ich sagen, es muss endlich Schluss sein mit dieser Eskalationspolitik. Jeder Krieg wird schlussendlich mit Friedensverhandlungen beendet. Die einzige Frage, die sich stellt, ist, ob diese früher stattfinden oder später. Und je später, desto mehr Tote, desto mehr Leid und desto mehr Zerstörung wird es geben. Wir wollen in Europa keinen Krieg, wir wollen keine Kriegswirtschaft, wir wollen keine Sanktionen, sondern wir brauchen endlich eine vernünftige Friedenspolitik mit einem realpolitischen Zugang, um auch endlich dieses sinnlose Sterben in der Ukraine zu beenden. Und eins sage ich noch, was die EU allgemein betrifft, was wir vor allem wollen, wir wollen, dass endlich Schluss ist mit dieser Politik gegen die Interessen der eigenen Bürger. Wir wollen da eine EU, die sich um die Interessen der Nationalstaaten, um die Interessen der eigenen Bürger kümmert und eben nicht so abgehoben und realitätsfremd agiert, wie sie das jetzt tut. Die EU hat nichts mehr zu tun mit der ursprünglichen Idee. Aus diesem Grund sagen wir, genug ist es genug. Wir lassen uns das nicht mehr gefallen. Wir brauchen endlich eine Schubumkehr, eine Hinwendung zum Volk und ihre Interessen und eine Abwendung von den selbsternannten Eliten und ihrer realitätsfremden Politik.